Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Leaf Green plus einem Patch-Mod, wie auch immer, für Pokémon Leaf Green und Fire Red. Und wie beim letzten Mal, zum Ende des letzten Mals kurz besprochen, wir haben ein Relaxo namens Chillax, wir haben einen Blutzuck namens Lottie. Und wir haben Sanic ein bisschen trainiert. Wir haben viel Angst vor Arena-Leitern und wollen uns jetzt erstmal in einer psychisch sehr stabilen Art und Weise von unseren Ängsten ablenken, indem wir ein bisschen Spaß haben gehen, oder? Wir gehen nochmal in die Safari-Zone. Hier vorne werden einem vermutlich nur die Regeln erklärt und wenn ich durch will, werde ich eh aufgehalten, ne? Alles klar. Es kostet 500 Poké-Dollar. Ich habe keine Ahnung, wie die Nuzlocke-Regeln dafür funktionieren. Das Spiel wird uns eines Besseren belehren. Ich habe nicht die Geduld, jetzt nachzuschauen, an welcher Stelle man einen Dratini fangen könnte. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, oder? So, wir machen Baby Steps und wir spekulieren mal drauf, dass man hier schon was fangen könnte. Oder? Ja, doch, so machen wir das. Und weil ich keinen Bock habe, die Hightech-Angel... Was ist das denn? Ach, der Liftkey ist... Ach, der Liftkey ist so ein kleiner, wie für ein Fahrradschloss. Schön. Oder für einen Briefkasten. Wir benutzen mal die Super Rod einfach so, ohne sie zu registrieren. Und haben direkt ein Pokémon gefangen. Und das könnte sein, dass das eine Pokémon ist, was wir fangen dürfen. Es ist ein Seeking... Es ist schon okay. Also, es hätte schlechter sein können. Wir locken es einmal an. Mit ein bisschen Bait. Da habe ich mich auch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist geflohen. Alles klar, so viel dazu. Das war unser Versuch, ein Pokémon zu fangen in der Safari-Zone. Anstatt einen Tauros, Schlurp oder sonst irgendwas, haben wir einfach einen frustranen Versuch gehabt, einen Sea King zu fangen. Wie heißen die denn? Goldini und... Gold King? Kann das sein? Ja, gucken wir mal. Nidorina, sorry. Wir haben jetzt einfach was geworfen, das war ein Versehen tatsächlich, sorry. Genau. Ich sag mal so, das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Also es gibt, also angeblich würde Rock, also ein Steinwerfen eher machen, dass das Pokémon gefangen wird. Und Bait, also Köder werfen, würde eher machen, dass das Pokémon bleibt. Aber ich glaube, es ist so viele Zufallsvariablen dazwischen, dass man das auch alles eher so auf Glauben, Hoffen, Beten Niveau praktizieren kann nur, ne? Also es hat, glaube ich, nichts wirklich mit einer Strategie zu tun. Ja, es nervt mich ein bisschen, aber wie gesagt, es war auch sehr unwahrscheinlich, dass wir ohne jeden Encounter hier durchkommen. Owei. Owei dürfen wir auch fangen? Also das Spiel sagt, wir dürfen Owei fangen. Also dann versuchen wir es zumindest, oder? Dann baiten wir es ja einmal. Es ist und es bleibt dadurch. Wir bewerfen es mit einem Stein. Dann haben wir alles mal gemacht. Es ist wütend. Und jetzt werfen wir einen Ball. Ah, ich habe vergessen, unten B zu drücken. Daran lag's. Es ist immer noch wütend. Und unten B. Zwei. Es ist immer noch wütend. Oh, es ist schön, dass es immer noch wütend ist, um ehrlich zu sein. So, jetzt aber unten B. Natürlich. Zwei, drei. Und da ist es drin. Krasser Scheiß. Wir haben Owei gefangen. Es war mir nicht klar, dass wir es nochmal dürfen. Oh, das ist ja der Hammer. Mega gut. Es wird oft für Eier gehalten. Wunder, oh Wunder. Wenn es gestört wird, sammeln sie sich schnell und greifen in Schwärmen an. Also, ich muss einmal ganz kurz ausholen, um diesen Namen zu erklären. Ich denke bei Eiern immer an Hühnermenstruation. Und ein schöneres Wort für Menstruation ist irgendwie Zyklus oder Periode. Zyklus. So, und dann wollte ich ihn Zyklon nennen. Da habe ich gesehen, oh, ist ein Mädchen. Und dann ist mir auch aufgefallen, Zyklon ist jetzt auch irgendwie nicht der geilste Name. Dann wollte ich ihn Zyklop nennen.
Dann ist mir wieder aufgefallen, ah, ist ein Mädchen. Und dann ist mir aufgefallen, ah, hat ja auch nicht nur ein Auge, sondern ganz viele eigentlich. Und jetzt habe ich mir gedacht, statt Zyklop, Polyklop, auch wenn ich relativ sicher bin, dass Polyklop nicht wirklich ein Wort sein könnte. Ist auch egal. Wir haben Polyklop gefangen. So. TM11, Sunny Day. Nett. Okay, cool. Das war auf jeden Fall, das war ein sehr positives Erlebnis. Also, ich bin schwer begeistert. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn wir nichts fangen, aber ja, gut. So. How many did you catch? Bla bla. Ja, okay, hier kann man sich erholen. Ich habe einen Chansey gefangen. Oh, Chansey wäre auch super, ey. Ja, okay, also hier drin passiert nichts. Ich habe in den Patchnotes gelesen, dass man, dass die Schritte in diesen Pausenzonen nicht gezählt werden und dass das ein Vorteil sei gegenüber der Hauptversion. Wo ich mich auch nur maximal aufregen würde, wenn... Ja, okay, Paras bringt nichts. Wenn ich ernsthaft meine teuren Schritte in der Pausenzone verschwenden würde. Das würde mich schon wütend machen. Heißt das, ich kann in der Zone hier jetzt auch nochmal was... Oh, was stand da? Trainertipps, ja genau, man kriegt eine HM, wenn man es hier durchschafft. Oh, Omod! Das können wir jetzt nämlich wieder nicht fangen. Ha. Oder ist das ein Bereich, in dem wir schon mal waren? Oder wurde quasi einem gestattet, dass man einmal was im Gras trifft und einmal was angelt oder so? Das kann beides sein, ne? Ah. Quicklaw. Nice. Das, ja, ach, super, ey. Aber die Safari-Zone ist der Hammer. Ich befürchte, wir werden nochmal reingehen müssen. Nichtsdestotrotz, bis hierhin hat es sich schon sehr gelohnt. Oh, Rhinhorn, auch ein Spitzen. Warum kann ich Rhinhorn fangen? Warum darf ich das? Oder durfte ich Omod nur nicht fangen, weil wir schon Blutzucker haben? Das kann sein. Also, wir werden es einmal baiten. Und hoffen, dass es ist und dadurch ein bisschen bleibt. Es ist. Und wir werden jetzt einfach einen Ball werfen. Meine Güte, es ist doch egal. Also, ob wir da einen Stein draufgeworfen haben oder nicht. 3. Und natürlich ist es nicht drin geblieben. Shoot, das war close. Es ist noch immer. Nächster kleiner Versuch. Nebenbei. Ach, Rhinhorn. Klar, komm noch mit. Wir haben zu Hause noch mehr Köder. Da, wo diese Köder herkommen, gibt es noch viel mehr. Möchtest du mal einen echten Hasen in meinem Truck sehen? Komm doch mit einfach. Es ist immer noch, erstaunlicherweise. Man kann auch... Also, das ist halt auch so eine Sache. Irgendwie ist es dann 1 bis 15 Züge gefühlt. Wir haben Rhinhorn gefangen. Oh, Rhinhorn ist super. Oh mein Gott, Rhinhorn ist auch fast... ist doch auf dem Level auch, wo Sandama ist, ne? Ich glaube, Rhinhorn ist das bessere Sandama eigentlich. Wir werden die gleich mal vergleichen. Oh, cool, ey. Da wäre ich nicht von ausgegangen. It's Massive Bones sind 1000 mal härter als menschliche Knochen. Its tackle can knock its semi-trailer flying. Okay. Ich habe es Adamanti genannt, wegen Adamantium. Ja. Okay. Also das Area 2. Ja, okay, deswegen vermutlich auch, ne? Wir schauen mal, ob hier oben noch irgendwo was rumliegt. Wir haben, die goldenen Zähne. Ich weiß nicht, ob man die auch in einem Pausenraum kriegt oder so. Die brauchen wir auch, die sind hier irgendwo. Und wir müssen halt einmal durchgehen, um einen Surfer abzuholen im Prinzip. Das sind so die Aufgaben für die Safari-Zone. Neben coole Pokémon fangen. Heißt das, wir dürften hier vielleicht auch nochmal oh, Stahlflüge, meine Güte. Die Safari-Zone schenkt uns einfach nur Dinge. Ah, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Pausenhütte. Oh wei, haben wir schon, glaube ich. Ja, haben wir schon. Owei wäre natürlich auch, oder Kokowei wäre natürlich auch ein netter Ersatz für Nepenthes. Also nur für den Fall der Fälle. So, ja, da. Man kann behalten, was man hier findet. Wäre auch schöner, wenn nicht.
Wassersteine machen. Da, 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 da. Was kannst du? Manchmal ist auch Koga hier. Das ist natürlich verrückt. Okay, es hat sich schon mal nicht gelohnt, mit euch zu sprechen. Ja, wir gehen hier oben mal lang. Ah, Mist, ich kenne den Weg leider. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das, wie gesagt, auf dem Handheld gemacht habe. Ah. Die Musik macht es auch so spannend dabei, ne? Oh, was macht ihr denn hier? Wir arbeiten hier, alles klar. Okay. Wir schauen mal, ob wir hier auch was fangen dürfen. Die Super Rod ist noch ausgewählt. Schön den Lörres ins Wasser halten hier. Gold King mal wieder. Hier, friss einen Köder und renn dann weg. Ich weiß noch, dass ich mir als Kind auch ganz viel überlegt habe. Ah, das Pokémon, dem muss man so und so begegnen. Das ist eher nett und sowas. Und ich glaube, es stimmt am Ende einfach alles gar nicht. Ich müsste mir mal ein Video anschauen, was wirklich die Bedeutung hinter den einzelnen Möglichkeiten in der Safari-Zone sind. Ich sag mal so, ihr seht mich jetzt auch nicht besonders... Achso, nee, es ist auch egal, weil es steht keine 1 unter seinem Namen. Das heißt, es ist auch egal. Wir brauchen jetzt gar nichts auf den verschwenden. Also keine Bälle. Also wahrscheinlich darf man dann pro Zone einmal etwas fangen, ob es geangelt ist oder nicht. Ah! Irgendwo hier sind die goldenen Zähne. Ah, übrigens, hier sind die goldenen Zähne, alles klar. Das heißt, wir können hier um die Ecke gehen. TM32, Doppelteam. Wir können hier eventuell was fangen. Eventuell. Okay. Und ich glaube, in dem Haus nördlich von uns gibt es die VM-Surfer. Meine Güte. Abgesehen davon, dass Surfer natürlich auch eine Hammer-Attacke ist, könnten wir dadurch surfen. Achso, nee, wir können doch gar nicht surfen, weil wir den Arena-Leiter noch nicht besiegt haben, den passenden. Goldini. Ja. Ich sag mal so. Wir versuchen es trotzdem, ne, der Form halber. Wie immer, damit man es hinterher nicht fangen muss, wenn man, ne, wenn man auf einer anderen Route ist. Das war leicht. Außerdem haben wir erweitert das unseren Pokédex so ein bisschen. Jetzt muss ich ja noch einen Namen aus den Fingern sorgen, meine Güte. It's Tailfin Billows like an elegant dress game. The Water Queen. Okay. Ich habe es Queenie genannt. Ich habe etwas spät gesehen, dass es ein männliches Pokémon ist. Aber ich sag mal so. Ist ja jetzt auch nicht verwerflich. Auch Jungs können Königin sein. So. Ah, finally! Du bist die erste Person, die das Secret House gefunden hat. Das Secret House, wo er alleine ist und zwei Desktop-PCs einfach rumstehen. Ich habe eine Kampagne gemacht, als wir das hier eröffnet haben, aber irgendwie bist du der Erste, der hier ist. Alles klar. HM3 Surfer. Nett. Ah, die Safari-Zone ist der Hammer. Hier wird einem so viel geschenkt. Ist das schon stark gewesen? Wenn du super lucky bist, ja, keine Ahnung. Ja, hammercool. Nee, wir können es wahrscheinlich hier noch nichts... Wir können wahrscheinlich noch nichts irgendwem beibringen, so. Gehen wir nochmal raus. Versuchen wir nochmal zu angeln. Ja. Komm, wir angeln noch einmal. Einfach nur, um uns selber traurig zu machen, dass man hier wahrscheinlich Dratini kriegen könnte. Ich möchte es nur einmal bestätigt oder widerlegt haben. Ah, die Musik ist immer noch so spannend. So spannend. Man hätte sogar Dragonier bekommen können. Nur mal so. Also, ich sag mal so, wir versuchen jetzt trotzdem... also, nur so, ne? Das Spiel regelt das für uns, dass wir es nicht benutzen können. So. Es ist auch direkt geflohen. Also von daher, es wäre egal gewesen. Aber natürlich ist das so gewesen. Ja, wir beenden das mal. Ding Dong, Time's Up. Das Safari-Game ist vorbei. Ja, wir hatten eine Menge Spaß tatsächlich. Sehr erfolgreich auch. Und wir haben beim letzten Mal schon rausgefunden, dass hier irgendwo der Typ ist, der seine Zähne vermisst. Ich glaube, ist es hier? Ich glaube hier, ja. Ja.
5, 5, 5, 5, 5. Achso, wir haben auch einfach direkt die Goldzähne gegeben. Da weiß ich auch noch, das hat mich, als ich es auf dem Handheld gespielt habe, hat mich das auch ein bisschen genervt, dass ich vorher gar keinen Dialog mit ihm hatte. Ne? Also, weil ich war vorher nicht bei ihm und habe ihm direkt die Zähne gegeben. Ah, danke, mein Sohn, du bist ein echter Lebensretter. Niemand konnte verstehen, was ich gesagt habe. Nicht ein Wort. Ich war so, es war mir zu peinlich und ich habe mein Gesicht nicht gezeigt. Lass mich dir was geben für dein Trouble. Das ist VM04 Stärke. So, apropos VMs und so weiter und so fort. Wir müssen mal ein paar Sachen machen. Also Quicklaw ist relativ cool für, naja, langsame Pokémon oder Pokémon, bei denen es cool wäre, wenn sie Erstschlag hätten. Ich sag mal so, wir geben es einfach irgendwem. Es ist halt eigentlich einfach auch egal, bevor ein Pokémon gar nichts hat, ist es immer noch besser, wenn es Quicklaw hat. Dann schauen wir mal nach der TM-Case, wo wir jetzt zwei neue HMs haben. Surf ist... Oh, stimmt. Relaxo kann auch Surfer lernen. Da denke ich sogar mal drüber nach. Nichtsdestotrotz, also vor allen Dingen, also Surfer ist einfach eine 100% Genauigkeit, 95 Schaden Wasserattacke. Das ist schon gut. Die mehrere Gegner trifft. Also Water Pulse ist nicht schlecht. Fans, aber wir sollten Water Pulse sogar behalten. Wir nehmen Tackle stattdessen raus. Ja, das ist sinnvoll. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Und die Diskette, CD wurde eingelesen. Sehr gut. Schön. Wir können Surfer vielleicht sogar Relaxo beibringen. Also Relaxo hat halt ein sehr gutes Moveset aktuell. Gaena. Ja, wir müssten auf Gaena verzichten dafür. Weil, also ich würde ihn schon gerne Erholung behalten lassen. Und dann ist Schnarcher halt auch ziemlich stark. So wichtig ist mir gerne auch nicht. Es macht, dass wir Pokémon ein bisschen besser fangen können. Also von daher, es passt schon. Ansonsten ist mir Schlaf eine zu wackelige Statusveränderung. So, Stärke. Wir möchten irgendwem Stärke beibringen. Zum Beispiel Sanic. Sanic ist unsere TM-Bitch. Er kann schon Cut. Stärke ist besser als Slash, ne? Also es kann natürlich nicht... Es hat keine hohe Crit-Wahrscheinlichkeit, aber... Wo soll ich stattdessen Sand Attack wegnehmen? Nee. Wir nehmen Slash weg, es passt schon. In den meisten Fällen... Was heißt in den meisten Fällen? In vielen Fällen ist Stärke besser als Slash, also von daher. Ja. Oder hat Sandama so eine Fähigkeit... Ja, jetzt zu spät. Aber, da hätte ich auch mal gucken können, ob er irgendwie eine Fähigkeit hat, von wegen macht Cloud-Angriffe besser oder so. So, und Chillax hat, glaube ich, Body Slam, was mit Sicherheit besser ist. Ja. Ja, Body Slam ist besser. Ja. Wir könnten Stärke statt Water Pulse an Gyarados beibringen. Wäre es sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Wir lassen das mal. So. Möchtest du Stärke einsetzen? Ja, wir möchten Stärke einsetzen. Tudum. Sehr, sehr schön. Ein weiteres Sonderbonbon. Hammer. So, die Frage ist so ein bisschen... Also erstmal, warum rennen wir nicht? Die Frage ist so ein bisschen... Ich glaube, bevor wir mal nach unserem Team-Setup schauen... Eventuell müssen wir jetzt auch gleich einfach direkt wieder Sandama rausnehmen und dafür Rihorn reintun. Wir angeln hier mal, weil wir haben nichts zu verlieren dadurch. Behaupte ich. Ja, doch. Doch. Also vorausgesetzt, man kann ja was angeln. Ich glaube aber ja. Es wäre komisch, wenn nicht. Es wäre sehr komisch, wenn nicht. Ist das so? Da ist es. Goldini.
Ja, hätten wir es mal vorher gefangen, hätten wir das Problem in der Safari-Zone nicht gehabt. Meh. Nee, ich habe es jetzt echt oft versucht. Ich habe nur Goldinis und Goldkings bekommen. Also zum einen weiß ich nicht, ob man hier was anderes fangen kann. Zum anderen weiß ich nicht, ob vielleicht die Safari-Zone auch als... Ich habe hier in dieser Stadt was gefangen zählt. Es ist vermutlich nicht so und trotzdem ist mir zu blöd. Das einzig Coole wäre gewesen, weil die Goldkings sind Level 29, Level 27, 29 gewesen. Das wäre nett gewesen. Naja. Wir denken mal eben über unser Team nach. Und bewegen Pokémon. So. Also. Poliklop ist eine nette Reserve für den Fall von dem Ableben von Nepenthes. Was irgendwann passieren könnte, jetzt nicht sehr wahrscheinlich ist oder nicht, ich nicht forcieren will oder so, aber ja. Adamanti kann mit Sicherheit alles, was Sandama kann und kann sich nochmal entwickeln. Und ich hätte jetzt gesagt, genau, wir nehmen erstmal Sandama raus. Und vergleichen die beiden mal. In jeder Hinsicht. Achso, hier bei Sandama wollte ich auch nochmal gucken. Ups Evasion in Sandstorm hilft mir nicht. Verhindert Rückstoßschaden. Das ist gut. Das ist gut. Also, die beiden sind auf demselben Level erstmal. Das heißt, gut direkt vergleichbar. Adamanti hat etwas mehr Lebenspunkte. Dafür hat... Sanic mehr Angriffspunkte. Adamanti hat... Oh, Sandama ist schon besser, ne? Oder? Ja. Ich sag mal so, Sandama ist natürlich auch trainiert, ne? Also er hat natürlich auch EVs, also Effort Values. Also der hat... schon davon profitiert. Wisst ihr was? Es ist keine Vernunftentscheidung. ich werde einfach Adamanti mitnehmen, weil ich viel mehr Bock auf Adamanti im Team habe als auf Sandama. So einfach ist das. Und ich glaube wirklich, dass es auch was damit zu tun hat. Ja. Dass Sandama halt mit Pokémon trainiert wurde. Ne? Also, der wird einen Vorteil davon haben. Achso, ne, brauche ich nicht. Hier sind auch keine mehr drauf, ne? Okay. Er wird einen Vorteil davon haben, dass er gegen Pokémon gekämpft hat und deswegen stärker sei. Das alles. Und selbst wenn nicht, Adam, also komm, ganz ehrlich, Rihorn ist so ein so viel cooleres Pokémon, ey. Außerdem könnten wir ihm auch ein Item geben, damit er manchmal als erstes angreift. Wir werden jetzt erstmal ihm die typischen TMs und VMs beibringen. Moment. So, da müssen wir einmal ganz kurz drüber sprechen. Ich habe jetzt niemanden, dem ich Zerschneider beibringen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sollten wir es brauchen, nehmen wir halt kurzzeitig ein anderes Pokémon mit. Ist mir auch ein bisschen egal. So, das Moveset von Adamanti ist der Hammer. Es ist Stärke, Schaufler, Shockwave und Rock Tomb. Das heißt, vier verschiedene Typen, ist schon mal super cool. Zwei davon Step-Moves, eins, was gegen, also ich sag mal so, angenommen er kämpft gegen Wasser-Pokémon, er könnte Shockwave benutzen, das wäre immerhin ein bisschen gut. Ist jetzt natürlich auch Quatsch, aber ich habe gesehen, dass das lernen kann, fand ich super. Als ich TMs verteilt habe, ist mir auch aufgefallen, also erstmal, dass, ich habe vergessen, dass Relaxo auch so ein Monster ist, was einfach, TMs und VMs anbelangt. Der könnte auch Psychokinese lernen. Stattdessen habe ich Psychokinese erstmal Lottie beigebracht, statt der Konfusion, die sie bis gerade eben noch konnte. Und das war es eigentlich. Und ich fühle mich aktuell sehr, sehr gut vorbereitet auf alles. Und der Plan für diese Folge war ja eigentlich nur erstmal die Safari-Zone. Schauen wir mal, was wir noch mit der, mit dem angebrochenen Tag so machen, ne? Wir könnten... Also hier gibt es noch eine Arena-Leiterin, die wir besiegen möchten. Hier gibt es einen Arena-Leiter, den wir besiegen möchten. Hier gibt es auch noch den Team Rocket Hideout. Und genau, da war der Rivalenkampf die größte Furcht, die ich so habe.
Surfen dürfen wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das dürfen wir nach Koga erst. Was wir hier machen könnten, ist gegen den in dem Dojo erstmal kämpfen. Ich glaube, das machen wir. Und während wir in dem Dojo kämpfen, weil mittlerweile ist ja jetzt Bruce eigentlich auch relativ stark, ne? Dann können wir ja, dann überlegen wir, werden wir den Dojo mal machen, was wir so, was unser nächster Schritt auf der Agenda ist. Ja, das ist sinnvoll. Ach, wir können hier gar nicht zur Arena, weil wir erst noch... Ja, okay. Ja, gut, okay. Ja, ist ja egal. Also, ob es jetzt eine Arena ist oder... ne? So, ich weiß noch, dass wir einen von den Vieren schon besiegt hatten. Und dass der extrem stark war. Mankey. Ja, Level 34 geht aber sogar, ne? Ah, der hat natürlich auch drei Pokémon. Dann sind die nicht so stark, aber meh. Focus Energy ist vollkommen okay. Ich wollte nicht, dass das war geistesabwesend, sorry. Aerial Ace wird sehr gut funktionieren. Nice. Sogar gekrittet. Sehr, sehr schön. Die Frage ist, versuchen wir nochmal zwischendurch was anderes einzuwechseln, damit noch jemand davon profitiert, dass Bruce einfach übermächtig für diese, für dieses Dojo hier ist. Die Antwort ist nein. Genau, auch ohne Crit killt es ein Mankey auf jeden Fall, das ist gut. Und was ist das letzte? Ein Prime Ape, na gut. Razaf. Auch, aber in Crit, okay, alles klar. Ja gut, Fanshaber 9 Level unter uns. War ein bisschen zu erwarten. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, wenn wir gegen den Sensei hier kämpfen. Alter Vater. Okay, er kann aber weit gucken. Fans, aber wir sind in einem Raum. Also ist schon okay, dass er einen sieht, aber untypisch. Ist das der irgendwie Nocturne mit Ice Heap benutzt oder sowas? Das ist die eine große Angst, die ich habe. Aber eigentlich könnte das schon funktionieren. Wir passen auf jeden Fall auf, dass das Relaxo drin bleibt. Seismic Toss sind 39 Schaden. Ist zu vernachlässigen. Aerial Ace, versuchen wir mal. Das ist jetzt natürlich auch ein paar Level drüber und nichtsdestotrotz immer noch ein... Also, ach Gott, Bruce ist einfach der blanke Wahnsinn. Also, es ist wirklich ein extrem starkes Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war, ob mir das jetzt nur im Rahmen von Nuzlocke so vorkommt oder so, aber ich glaube, hab ich überhaupt mal ein X-Bud benutzt? Eigentlich nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern würde in meinen normalen Playthroughs. Aber da braucht man natürlich auch nicht irgendwie. Ne? Da muss man auch nicht besonders gute Pokémon oder sonst was haben. So, Macholo, Foresight, warum auch immer. Wir können... Ja, es ist jetzt halt ein bisschen... Wir versuchen einfach mal mit Aeroass hier durchzukommen. Mit One-Hits. Also das könnte schon funktionieren. Ah, noch zwei Stück Mankey. Ja, gut, das wird funktionieren, das wissen wir schon. Das Schöne ist ja, wir treffen immer. Und ansonsten das letzte Pokémon, was er dabei hat. Prime Ape. Okay, wissen wir auch. Ist kein Problem. Alles klar. Sehr, sehr gut. So. Gehen wir das Risiko für den Meister des Dojos ein, dass wir vorher nochmal Rihorn einsetzen. Ich denke wohl. Ich denke doch, ja. Ja, so machen wir das. Aber wir gehen uns trotzdem Feuer heilen. Und wir kämpfen. Grunt, I am the Karate Master. Ich bin der Anführer hier. Du willst mich herausfordern? Fwa! Fwa ist halt auch der Hammer. Fwa gefällt mir gut. Hitmonlee. Ja, Level 40. Das ist dann ja jetzt sogar fast ein fairer Kampf. Aber wir hätten auch Gyarados benutzen können, ne? Okay, also. Okay, sehr gut. Alles klar, sehr, sehr schön. Das ist schon mal gut. Ich habe nämlich kurz bereut, dass ich nicht Fliegen eingesetzt habe, denn bei Turmkick oder was das ist, oder Sprungkick... Wäre es das Beste gewesen, was wir hätten machen können. Wir probieren jetzt mal fliegen.
Also nicht das Nocturne. Das könnte Sky Uppercut. Okay, alles klar. Achso, Himmelhieb. Ist das normal, dass fliegende Pokémon trifft? Oder ist das wegen der Identifizierung vorher? Das kann sein. Ist auch egal. Das war halb so wild. Das war ein Bruchteil so schlimm, wie ich es im Kopf hatte. Also, wow. Okay, cool. Ja, und ohne ihn anzusprechen, werde ich jetzt einfach hier hingehen, mir irgendwas wegnehmen, ne? Was nehmen wir uns denn? Es ist fast egal, ne? Möchten wir Hitmonlee oder möchten wir Nocturne? Ich persönlich mag Nocturne mehr, das liegt aber einfach nur daran, dass ich früher Nocturne genommen habe. Ja, nehmen wir, komm. Hitmonchan, ohne seinen Pokédex-Eintrag gelesen zu haben, das ist schon puh. Ich habe es Chin genannt, wie Chin-Chan aus der Serie. Chin-Chan. Hey, hey, Chin-Chan. Better not be greedy. Aha, aber warum nicht? Ich bleib nicht, um mit euch Karate zu trainieren. Ja. Ich weiß nicht, aber irgendwie wird man an das andere auch noch rankommen können. Denn, wie gesagt, der Mod ist so, dass man alle 150 Pokémon fangen kann, ohne, ne, was anderes, wie heißt es? Also innerhalb dieser Edition im Prinzip fangen kann. Man kann ja umschalten aus dem Startmenü aus. Vielleicht kommt man dann so da dran, ich weiß es nicht. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber so richtig gut ist keine davon. um es vorsichtig zu formulieren. Ich will auch noch nicht aufhören, weil es sich irgendwie nicht lohnt und irgendwie nicht richtig anfühlt. Also ich habe mir überlegt, wir probieren mal hier die Trainerkämpfe weiter. Und wir werden den Arenaleiter nicht machen. Und wir trainieren einfach nur hier vor im Prinzip. Und machen dann die ja auch ursprünglich gedachte Reihenfolge, den Team Rocket Hideout in Safronia City. Und hoffen, dass der Rivalenkampf erst relativ spät ist, denn die Team Rocket Leute werden ja gar nicht so spektakulär sein. Warum gibt es in dieser Gift-Arena so viele Psycho-Pokémon? Es nervt. Es nervt extrem. Okay. Ja gut, dann ist es Zeit für Gyarados. Zeit für Gyarados. Zeit für Gyarados. Mist. Headbutt. Okay, ah, guck mal. Ich wollte schon sagen, das ist natürlich auch super, dass wir jetzt, dass wir jetzt hier Bedroher benutzt haben auf dem Traumato. Aber anscheinend war das wirklich eine sinnvolle Sache. Nett. Wir könnten durchaus auch Relaxo eigentlich einsetzen, ne? Ja, aber Gyarados brauchst du auch genauso. Also von daher ist eigentlich auch egal. So, was gibt es hier noch? Noch ein Drowsy, natürlich. Wie viel macht Dragon Rage im Vergleich? Das wird wahrscheinlich so ein Drittel machen oder so. Ah, auch ungefähr die Hälfte. Poison Gas hat immerhin nicht getroffen. Ja. Heißt knapp, ist halt jetzt so die Stelle, wo Drachenwut nicht mehr gut ist, ne? Das ist echt ein bisschen bitter. Ja, okay, aber es sieht so aus, als würde... Ah, vielleicht habe ich mich auch zu sehr von dem ersten Trainer abschrecken lassen. Mit seinem Level 41, was ist... Hä? Ich habe das doch jetzt nicht falsch im Kopf. Das ist doch... Es ist doch, Koga ist der Gift-Arena-Leiter. Es kann mir keiner erzählen, dass es anders ist. Also, aber das sind natürlich strange Pokémon, die er jetzt bei sich hat, ne? Also noch nicht ein Slimer oder Smogon oder irgendwas gesehen. Also, puh. Ja, also ich würde die aus meiner Arena verbannen, kann ich euch sagen. Also jetzt bald wird ja die Seher-Attacke treffen. Das heißt, wir wechseln mal Relaxo ein, der es ganz gut aushalten sollte. Und wenn es vergiftet ist, ist eigentlich auch egal. Wir können jederzeit einschlafen und dann chillen. So, von Gift getroffen. Future Sight trifft. Ich glaube, Relaxo hat ja auch jetzt nicht eine katastrophale... oh mein Gott, Psychic auch? Okay. Okay, alles klar. Also ich überschätze Psychic, glaube ich.
Oder vielleicht überschätze ich auch Traumato, ich weiß es nicht. Aber irgendwas überschätze ich hier. Ja, Hammer. Okay. Ich glaube, die Arena-Trainer sollten kein Problem darstellen. Den Weg bis dahin schaffe ich schon. Ich kontrolliere trotzdem, ob ich den Weg bis dahin schaffe. Schaffe ich das? Ja, sieht gut aus. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstecken. Ich möchte gegen Koga kämpfen. Und dafür habe ich zwei Dinge getan. Ich habe ein paar Sonderbonbons in Bruce und Chillax reingepumpt. Weil ich davon ausgehe, dass diese beiden Pokémon die wichtigsten Pokémon in diesem Kampf sein werden. So. Was ich nachgeschaut habe, ist, dass Koga zwei... Also er hat vier Pokémon, er wird bei uns also fünf haben, weil wir haben den hohen Schwierigkeitsgrad eingestellt. Er hat zwei Smogons, die in der Theorie beide Self-Destruct benutzen können, also Finale oder Explosion, eins von beiden wird sein. Ansonsten hat er, die sind Level 37, normalerweise bei uns werden die Level 40 sein. Es gibt ein Mack, ein Schleimock, das normalerweise Level 39 ist und hier Level 42 sein wird. Es gibt ein Smogmog, was Level 43 normalerweise ist und bei uns 46 sein wird. Und halt noch ein, ich sag mal, geheimes fünftes Pokémon. Also, ne, er hat einfach ein Pokémon mehr. Das kann ich nicht nachvollziehen, welches es ist. Ich bin relativ optimistisch. Ah, nee, so will ich auch gar nicht reingehen. Ich will auch nicht sagen, ich bin optimistisch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir es problemlos schaffen. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Und darum, jetzt ist zu spät. Koga, wahahahaha. Ein Kinfidu wagt es, mich herauszufordern. Die bloße Vorstellung macht, dass ich mit Mirth shiver. Warum auch, was auch immer. Ja, ich werde dir den wahren Schrecken eines Ninja-Meisters zeigen. Gift bringt stetige Verdammnis und hier herzlich willkommen in meiner Gift-Typ-Pokémon-Arena. Ja, ist natürlich Bullshit. Also, ich habe die anderen Trainer ja natürlich besiegt und da waren auch Sandama dabei und so. Also, inwiefern das jetzt hier eine Gift-Arena ist, weiß ich nicht. Naja, das erste Smogon. Wir haben Fliegen, ich möchte Fliegen benutzen. Ich habe nämlich ein bisschen die Hoffnung, dass es einfach komplett unreflektiert Explosion einsetzt. Ist jetzt leider nicht so gewesen. Es war wirklich eine Hoffnung. Oh nein, Folterknecht. Nee, wer ist es? Folterknecht, ne? Shit. Ja gut. Dann machen wir mal Aerial Ace. Okay, oh mein Gott. Das ist besser als eine Explosion. Also Folterknecht macht nur, dass wir nicht zwei miteinander dieselbe Attacke benutzen können. Venomoth ist sein geheimes fünftes Pokémon. Finde ich easy. Also einmal fliegen sollte reichen. Und ansonsten, das bedeutet natürlich, dass ich automatisch auch nicht die ganze Zeit fliegen benutzen kann. Ich verstehe. Er hat Venomoth drin wegen Psychokinese. Hätte fast funktioniert, muss ich zugeben. So, Tentacruel. Das steht nicht in meiner Liste. Ja, wie stehe ich dazu? Ob das vielleicht eins von den Smogons ersetzt? Ich hoffe. Barriere. Ja, kann man machen, kann man lassen. Müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen Zeit schinden. Damit nicht die nächsten Pokémon auch noch davon profitieren, denn wir machen ja physischen Angriff. Surfer, ja. Ja, okay, das geht noch. Ja, immer. Wie lange hält Folterknecht denn? Okay, ein Hyper Potion hat er jetzt auch noch benutzt. Das ist gut. Also relativ gut. Ich glaube, wir wechseln schon mal auf Chillax. Denn wir haben nicht so richtig die Zeit, Bruce zu heilen. Ja, es könnte auch eine schlechte Idee gewesen sein. Ah, okay. Benutzt nochmal. Ach, Barriere ist gar nicht. Wie heißt es? Reflektor. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, wollte jetzt Zeit schinden, bis das wieder abgeht. Und ich habe mir für Relax überlegt, wir werden unsere schönen X-Gegenstände benutzen. Sludge Bomb. Wird nicht allzu viel Schaden machen. Alles klar. H
Hat uns ärgerlicherweise vergiftet, aber nur normal, immerhin nicht Toxin, schwer vergiftet, von daher alles easy. Überreste wirken ein bisschen dagegen. Alles gut, alles gut. So, kleiner Schnitt, weil ich musste mal eben nach dem Hund schauen. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren. Aber, genau, der Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe. Wir benutzen mal Items. gegen Surfer hilft es natürlich nicht so, aber ist schon okay. Wir könnten jetzt schon mal Erholung benutzen. Na. Also ich erinnere mich halt, ich habe es jetzt auch schon 100 Mal gesagt, ich habe es ja in Nicht-Nuzlocke habe ich das hier ja schon gespielt. Und ich erinnere mich, dass dieses Mug, dieses Slimog mit Komprimator und Fluch echt mein Team komplett auseinandergepflückt hatte. Und um dem vorzubeugen, jetzt ist ein bisschen spät, ne? Mist. um dem vorzubeugen, wollte ich ein Pokémon haben, das ihm widerstehen kann. Wir haben tatsächlich ein Full Restore, ich fasse es nicht. Ach, das haben wir in der Safari-Zone gefunden. Stimmt, cool. So, und ich denke, das Einzige, was dafür wirklich in Frage kommt, ist Relaxo. Relaxo hat mit Body Slam einen meiner absoluten Lieblingsangriffe. Es ist in seinem Fall sogar noch ein Step-Move. Also besser wird's nicht. Und wenn wir uns jetzt bei einem anderen Pokémon schon mal vorbereiten... Eigentlich habe ich Relaxo, aber ich, also Fans, aber mir war nicht klar, dass es Relaxo sein würde. Mir war nur klar, dass es... X-Angriff haben wir schon benutzt anscheinend. Okay, cool. Mir war nur klar, dass wir auf Items zurückgreifen sollten. Um diese Statusveränderung, die der Gegner bekommt, irgendwie auszugleichen, auf jeden Fall. So. Bis hierhin sieht es sehr, sehr gut aus. Tentacruel wird bald, also sobald wir mal kritten, spätestens, über den Jordan geschickt. Ja, die Surfer sind ein bisschen sehr nervig, aber meh. Ich dachte eigentlich auch so, ja gut, man könnte auch X-Bud halt ein bisschen mehr Power geben. Und wenn ich das jetzt so merke, ne? Wir haben nicht endlos 4 PP auf Body Slam. Ja, Fans, aber ein, zwei Mal können wir es ja auf jeden Fall noch benutzen. Vielleicht haben wir wirklich jetzt mal Glück mit Crits oder so. Surfer nervt. Surfer war richtig praktisch bei so manchen Trainern davor. Weil die auch aus irgendwelchen Gründen Sandama dabei hatten und so. Also ein bisschen komisch. Rest. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß nämlich immer noch nicht. Also was heißt immer noch nicht? Ich habe mir die Frage gestellt, welche PP werden verbraucht? Die von Schlafrede oder die von dem Angriff, der benutzt wird, oder von beiden? Also, 11, 15, 10. Aha. Sleep Talk. Und wir benutzen... Ja, okay. So, jetzt schauen wir mal nach. Also Rest sollte ja 9 noch gehabt haben, ne? Und hat jetzt immer noch 9. Ah, Hammer! Das ist ja richtig stark. Das ist ja richtig, richtig stark. Ich fasse es nicht. Das ist ja das beste Szenario, was ich für unwahrscheinlich gehalten habe. Ja, krass. Okay, wie wir jetzt auch rausgefunden haben, Surfer würde keinen Schaden machen. Also von daher alles gut. Gut, dass wir es noch nicht benutzt haben. Und das wird jetzt der Zug sein, in dem wir aufwachen. So, Body Slam. Das könnte gereicht haben. Haben wir nicht sogar X-Angriff benutzt? Meine Güte, ey. Und das von dem bisschen Säurepanzer wird das gewesen sein, was er benutzt, ne? Ja, ich dachte halt die ganze Zeit Reflektor oder was, aber ne. Okay, Mack, genau. Dieses Pokémon hat mich komplett gesweept, obwohl ich glaube, also ich war auf jeden Fall auf einem ähnlichen Level und es war, war auch der schwierige Modus, aber halt, wie gesagt, nicht Nuzlocke, ne? Also, naja. Also, wir versuchen es möglichst früh zu paralysieren. Genau damit, ne? Schön hier Curse, also Fluch benutzen. Für mehr Angriff und mehr Verteidigung. Also bei mir hat er vorher Komprimator benutzt, dass ich ihn nicht mehr treffen konnte. Oh,
Yes! Okay, also jetzt wirkt das alles ein bisschen, als würde ich von Sachen erzählen, die gar nicht so sind. Aber, das ist kein Spaß, der hat ein richtig gutes Moveset. Komprimator benutzen, um nicht mehr getroffen zu werden, sich in Ruhe vorzubereiten, mit weniger Geschwindigkeit, mehr Angriffen, mehr Verteidigung und dann mit Giftangriffen bam, 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 bam. Okay, letztes Pokémon, Level 46. Wir bleiben einfach mal dabei, oder? Oh Gott, wie viel Schaden macht das? Nicht so viel. Das war ja klar. Wir haben sogar paralysiert. Okay, meine Güte. So, warum die Angst vor Koga? Weil sie, glaube ich, total berechtigt war. Also, wenn wir nicht... es ist jetzt natürlich nicht lame oder so. Grundsätzlich ist es nicht so super lame, zumindest Items zu benutzen. Aber es macht schon einen großen Unterschied. Ich glaube, das ist allen relativ klar. Normalerweise bin ich auch einfach zu faul, sie zu benutzen. Meistens muss man aber auch sagen, ist es ja gar nicht nötig. Ne? Wenn man so ganz normal irgendwas durchspielt, dann braucht man es nicht. Außer halt in irgendwelchen Challenges. Und hier habe ich mir jetzt gedacht, so eigentlich ist es auch vertretbar, die zu benutzen. Ich habe sie ja extra irgendwann mal gekauft gehabt. In Prismania City, glaube ich. Ne? Also von daher. Hammer. Oh meine Güte. Junge, Junge, Junge. Ey, da hatte ich Bauchschmerzen. Cool. Und damit haben wir Koga besiegt. Und ich glaube, ab jetzt dürfen wir sogar surfen. Das heißt, wir könnten dem Plot entfliehen. Das ist auch der Hammer. Dürfen wir surfen? Ich glaube wohl. Chillax. Chillax ist so ein MVP, ne? Der ist so stark. Gott. Du hast deinen Wert bewiesen. Hier, nimm den Seelenorden. Düdelüm. Ja, 4300 Poké-Dollar. Jetzt, wenn man den Soul Badge hat, wird die Verteidigung deiner Pokémon größer. Das stimmt nicht. Das ist bei uns ausgeschaltet. Wir können jetzt außerhalb von Kämpfen surfen. Und nimm das hier. TM6 ist hundertprozentig Toxin, ne? Toxic. Yes, da ist es. Hammer. Das macht Nepenthes tatsächlich wieder ein bisschen besser. Also das Erste, was wir jetzt machen, damit wir es nicht vergessen. Das war schon gut, dass wir das so gemacht haben. Aber wie gesagt, ich hab mir überlegt, so, okay, es gibt keine Stelle, an der wir weiter grinden können oder zumindest halt mit normalen Trainerkämpfen irgendwie vorwärts kommen. Da müssen wir halt mal in die Trickkiste greifen und die Trickkiste war in dem Fall... muss ich hier jetzt wieder... ich glaube hier nach oben, ne? Meine Güte. Muss man halt mal in die Trickkiste greifen und in dem Fall war die Trickkiste halt Items benutzen. Nochmal, ich dachte, ich würde sie auf X-Bad benutzen. Weil ich bei X-Bad ja auch den riesigen Vorteil gesehen habe, Gift-Pokémon, dass Toxin einfach auch kein Problem ist. Naja. So lief es erstaunlich gut. Richtig, richtig gut. Und das ermöglicht uns im Prinzip Folgendes. Wir können ja jetzt surfen. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar schon mal ein bisschen weiter nach Süden, ne? Und vielleicht könnten wir sogar... Ne, Articuno. Also Arctos kriegen wir wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir könnten hier gegen die ganzen Pappnasen kämpfen. Ich glaube, einen davon probieren wir nochmal aus. Und dann können wir das eigentlich für jetzt auch zumachen, denn ich muss auf jeden Fall mal eben nach Moon schauen. Also nach ihm geschaut habe ich schon, aber ich sollte mal zu ihm gehen. So. Look at the sea. Ich vergesse alle die schlimmen Sachen, die passiert sind. Meine Güte. Wie schlimm kann es schon sein? Toni, komm, Toni. Bitte. Nepenthes, Level 3 gegen ein Level 33 Sepa könnte gut funktionieren. Das ist ziemlich genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Super. So, wen gibt es noch? Nochmal ein Sepa. Na gut. Ähnlich gut gelaufen wie gerade eben. Behaupte ich mal. Cool. Nett, nett, nett. Ja, gut. Okay. Und ich denke, bis zum nächsten Mal habe ich das dann hier schon geklärt. Ich weiß noch nicht. Ich habe euch auf jeden Fall vorher nochmal Hallo gesagt. 120. Ja gut, Fans haben, wo soll er das Geld auch verstecken, ne? Also, dass der nicht mit unserem Bargeld schwimmen geht.
Ist auch einigermaßen logisch. Finde ich schon okay. Na gut. Ja, so oder so. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich jemals... mein Problem aktuell ist, ich habe keinen Bock, mich aufzuraffen, Thumbnails zu machen. Darum habe ich bis heute immer noch nichts hochgeladen. Naja, das soll alles nicht euer Problem sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.